Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie heute Abend herzlich zu unserer heutigen Europa am Dienstag-Veranstaltung der Lobby-Dschungel in Brüssel. Für wen wird Politik gemacht? Ich freue mich hier auf eine interessante Diskussion, wie auch schon die letzten Male. Mein Name ist Eva Johanna Onkels, ich bin Journalistin und unser heutiger Gast ist Frau Pia Eberhardt vom Corporate Europe Observatory. Zunächst ein paar Anmerkungen. Die Reihe Europa am Dienstag gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Jeden Montag gibt es ein neues Europathema, immer im Dialog mit Experten aus Wissenschaft, aber auch aus den Bereichen Journalismus und auch mit EU-Politikern haben wir hier schon diskutiert. Das Ganze ist eine Kooperation von Europe Direct Aachen und dem Europäischen Klassenzimmer der Ruth Charlemagne. Kurz einige so Worte noch zum Europäischen Klassenzimmer und besagte Ruth Charlemagne. Diese Route führt zu bedeutenden Orten in Aachen, beleuchtet Aachen als europäische Stadt und als Stadt der Wissenschaft. Da gibt es ganz viele Stellen hier in Aachen, wo man sich da mehr zu durchlesen kann. Und seit 2015 gehört das Europäische Klassenzimmer im Grashaus dazu. Das ist am Fischmarkt 3. Da ist auch Europe Direct angesiedelt, wenn Sie mal vorbeikommen, direkt gegenüber vom Dom. Und wenn dann Besuche wieder möglich sind, dann sind Sie auch gerne jederzeit willkommen. Dort werden regelmäßig Workshops zu Europathemen angeboten, speziell für Schulen. Aber auch wir von Europe Direct sitzen dort und machen dort Veranstaltungen. Europe Direct gibt es mittlerweile seit 2015. Das ist eine Kooperation zwischen der Stadt Aachen und der Europäischen Kommission. Die Mission ist, Europa den Bürger und Bürgerinnen näher zu bringen. Das Ganze wird durchgeführt von der Stadt Aachen und wie gesagt, kofinanziert von der EU-Kommission. Und die besonderen Schwerpunkte sind neben Europa am Dienstag, vor allen Dingen Europa in der Schule. Da gibt es ganz viel Material für. Das ist größtenteils kostenlos und kann auch per Post angefordert werden. Noch kurz zu unseren nächsten Online-Veranstaltungen. Wir haben am 18.06. um 19 Uhr die hybride Veranstaltung European Green Deal im Grenzland. Das ist im Radstadion und online. Am 22.06. um 19 Uhr geht es um die Benelux-Staaten. Sind diese immer noch pro Europa? Und am 23.06. um 19 Uhr geht die Reihe Mein Europa in die nächste Runde. Diesmal geht es um Rumänien. Diese Veranstaltung, da weise ich wohl darauf hin, die wird auf Englisch stattfinden. Unsere nächste Europa am Dienstag-Veranstaltung wird stattfinden am 24. August mit den Autoren Vincent Emanuel Heer und Martin Speer, die ihr Buch Europe for Future, 95 Thesen, die Europa retten, vorstellen werden und auf einige Thesen genauer eingehen werden. Zur heutigen Veranstaltung, wie auch in den vorherigen Veranstaltungen, handelt es sich hier um eine interaktive Veranstaltung. Das heißt, Sie sind aufgefordert, uns Fragen zu stellen. Das machen Sie ganz einfach über das F&A, also Frage- und Antwort-Tool. Das finden Sie unten am Bildschirm, wenn Sie mit Ihrer Maus dorthin ziehen. Da können Sie Ihre Frage eintippen. Ich werde die am Ende des Vortrages, den Frau Eberhardt gleich halten wird, aufgreifen, sortieren und wir werden versuchen, möglichst viele Ihrer Fragen zu beantworten. Ja, dann würde ich bitten, Frau Eberhardt bitten, sich einmal kurz vorzustellen und kurz zum weiteren Verlauf. Sie wird einen Vortrag halten, in dessen Rahmen auch Umfragen möglich sein werden. Beteiligen Sie sich rege, wir würden uns freuen. Frau Eberhardt, bitte. Ja, super, vielen Dank. Für die Einladung auch und die freundliche Anmoderation. Ich würde jetzt gleich auf meinen Vortrag übergehen, weil da ist nämlich auch eine kleine Vorstellungsfolie zu meiner Organisation. Ich habe mir überlegt, etwa eine gute halbe Stunde zu sprechen, 35 Minuten, nur dass Sie Bescheid wissen. Aber ich stelle mich vielleicht erstmal kurz vor. Mein Name ist Pia Eberhardt. Ich lebe in Berlin, arbeite aber seit fast 13 Jahren für eine Organisation, die ihren Sitz in Brüssel hat. Die heißt Corporate Europe Observatory. Also wir sind die anderen CEOs. Und wir machen nächstes Jahr werden wir 25 Jahre alt, seit 25 Jahren Recherche- und Kampagnenarbeit zu der Frage, wie Unternehmen und ihre Lobbygruppen EU-Politik beeinflussen in ganz unterschiedlichen Feldern. Ich mache das hauptsächlich in der europäischen Handelspolitik, aber wir arbeiten von allem zu Finanzmarktregulierung bis Lebensmittelkennzeichnung. Wir sind etwa hoffentlich bald wieder 14 Mitarbeiterinnen und finanzieren uns durch Spenden und gemeinnützige Stiftungen. Also wir nehmen
keine Gelder der EU an und offensichtlich auch keine Gelder von Unternehmen, weil wir genau an dieser Schnittstelle arbeiten zwischen Unternehmen und den EU-Institutionen. Was möchte ich jetzt hier gerne erzählen? Ich würde erst kurz ein bisschen einen Überblick geben zum Thema Lobbyismus in Brüssel. Was ist das überhaupt? Welche Dimensionen nimmt das an? Dann sehr, sehr viele Beispiele, Bilder, Fotos aus der Praxis zeigen. Und am Ende noch mal kurz eingehen auf die Themen Lobby, Transparenz und Regulierung. Genau. Zum Thema, was ist Lobbyismus? Die Definition von Lobbyismus ist eigentlich ganz einfach. Es handelt sich um Interessenvertretung. Also der Begriff kommt, das wissen wahrscheinlich viele von Ihnen, aus dem Englischen, von dem Begriff der Lobby im englischen Parlament, also dem Vorraum im englischen Parlament, wo eben Interessensvertreter sich aufgehalten haben, früher mal zumindest, um dort die Politik zu beeinflussen. Also es geht um die Beeinflussung von Politik und Gesellschaft. Wichtig ist uns als Organisation, und das fehlt oft in anderen Definitionen von Lobbyismus, der Faktor Geld. Viele von Ihnen werden in ihrem Leben sein, als sie studiert haben oder weil sie Mitglied in der Gewerkschaft sind oder in Parteien, Einzelmitglieder, natürlich auch sich politisch engagiert haben, um Politik zu beeinflussen. Nicht alle von Ihnen sind deshalb aber gleich Lobbyisten. Lobbyismus ist eine ganz bestimmte Beeinflussung von Politik und die funktioniert eben über den Faktor Geld. Ich, könnte man sagen, bin eine Lobbyistin gegen Lobbyismus, weil ich verdiene damit eben meinen Lebensunterhalt. Das ist anders als bei einer Gewerkschafterin, die mal mit nach Brüssel fährt für eine Demo und eigentlich auch Politik beeinflussen will. Eine erste Frage an Sie haben wir vorbereitet. Davon gibt es nicht allzu viele, keine Angst. 3 bis 4 im Laufe des Vortrags, um es jetzt schon ein bisschen interaktiv zu machen. Und die Frage wäre, wie viele Lobbyistinnen gibt es denn eigentlich in Brüssel? Also wie viele Menschen versuchen dort EU-Politik zu beeinflussen, ist die Antwort. Und das wird gleich für Sie eingeblendet. Dann können Sie abstimmen sozusagen. Das weiß eigentlich niemand. Ist die Antwort 6.000? Ist die richtige Antwort 15.000? Ist die 30.000 oder sind es sogar über 50.000 Einzelpersonen, die EU-Politik beeinflussen in Brüssel? Ich hoffe, das können wir jetzt abrufen. Ich sehe noch nichts. Vielleicht muss ich doch meinen Screensharing beenden. Naja, nur ich sehe es nicht. Jetzt sehe ich es. Ja. Kannst du es sehen jetzt, Pia? Jetzt kann ich sehen, genau. Ich muss nur aus dem Vollbildmodus rausgehen. Also 30.000 haben die meisten von Ihnen angeklickt. 6.000 niemand, das ist auch interessant, aber auch einige 50.000 und das weiß keiner auch, haben auch einige angeklickt. Tatsächlich weiß es niemand ganz genau. Das hat damit zu tun, dass wir in Brüssel, anders als in anderen Legislativen, beispielsweise den USA, keine wirklich gute Erfassung haben von Lobbyismus. Wir haben zwar ein Lobbyregister, das ist aber nicht verbindlich und wird sehr schlecht kontrolliert. Das heißt, wir haben keine exakte Zahl. Mal zurück in die Präsentation. Wir haben nur Schätzungen. Und eine sehr gute Schätzung, würde ich sagen, mit den Daten, die wir haben, ist von Transparency International. Die werden das Lobbyregister, zu dem ich später nochmal komme, das es gibt auf EU-Ebene, aus. Finde ich, machen das am allerbesten auf ihrer Seite Integrity Watch und kommen zu der Schätzung von mindestens 48.000 Lobbyistinnen in Brüssel. Es ist die einzige Zahl, die wir haben. Vielleicht nochmal zurück zu der Zahl 6.000. Das ist die Schätzung für den Deutschen Bundestag. 15.000 und auch 30.000 waren Zahlen, die sehr lange die, wenn ich sagen würde, die verbreitetsten Schätzungen waren auf EU-Ebene. Deshalb werden Sie die immer wieder sehen, in Publikationen. Ich vermute aber, dass wir bei den über 50.000 oder den 48.000 von Transparency International mittlerweile richtiger liegen, weil der Sektor eben wächst. Auch
Das sind nur Schätzungen. Was machen jetzt diese 48.000 Menschen? Schätzungsweise 70% vertreten Kapitalinteressen, 20% lobbyieren für Städte, Regionen und Staaten. Auch die machen Interessensvertretung in Brüssel. Und 10% ist dann, ja, man könnte sagen, der lausige Rest. Also alles von Gewerkschaften zu Menschenrechtsorganisationen, Umweltorganisationen, Verbraucherschutzverbände. Wichtig ist, das ist ja schon ein, ja, wie soll ich sagen, Machtgefälle, was man da sieht. Das schlägt sich aber auch an anderen Stellen wieder, denn diesen Personen stehen dann eben auch nochmal ganz ungleiche Ressourcen zur Verfügung. Ich habe es gesagt, für die USA haben wir sehr viel genauere Zahlen. Die habe ich gestern nochmal nachgeschaut. Da waren 2020 muss es heißen, das ist nicht ganz korrekt hier, 9.785 Lobbyisten registriert auf Capitol Hill. Die Zahl ist deshalb wesentlich niedriger als in der EU, weil es da eine, sagen wir mal, engere Definition gibt von Lobbyismus. Da geht es wirklich um Leute, die an Türen klopfen von Abgeordneten und nicht unbedingt um alle Mitarbeiterinnen von, sagen wir mal, einer PR-Agentur, die aber natürlich auch versucht, die öffentliche Meinung in Brüssel und anderswo zu beeinflussen. Der Umsatz ist hoch, durchaus auf dem Weg zum Umsatz in den USA. Und wichtig ist, immer im Kopf zu behalten, diese Zahlen sind im Verhältnis zu setzen mit einem relativ kleinen Apparat der EU-Institutionen. Das ist nämlich nicht die massive Bürokratie, von der man vielleicht ausgeht. Wir haben einen kleinen Apparat in Brüssel, viel kleiner als nationale Ministerien und das, was wir eben auf nationalstaatlicher Ebene haben. Was macht dann diese hohe Zahl nochmal umso relevanter? Ich würde noch gern was zu den 70% sagen, denn das ist der Fokus meiner Organisation. Also muss ich ganz offen sagen, wir fokussieren uns unter anderem auch, weil es 70% sind, auf das, was Unternehmen in Brüssel machen und alle, mit denen sie zusammenarbeiten. Da gibt es eben sehr viele Konzernbüros von einzelnen Konzernen. Es gibt sehr, sehr viele Verbände. Also ich habe hier die European Candle Association auch genannt. Also von jedem Produkt, was Sie sich vorstellen können, gibt es irgendeinen Verband in Brüssel. Kanzleien spielen eine wichtige Rolle in ein Thema Lobbyismus. Die machen tatsächlich auch Lobbying. Lobbyagenturen, das sind auch Unternehmen, die aber kaum jemand kennt, auch Großkonzerne durchaus, und die wiederum lobbyieren für alle, die sich das leisten können, diese Dienste. Dann gibt es noch Denkfabriken und auch Medien sind in Brüssel häufig, sagen wir mal, zumindest an der Schnittstelle zum Thema Lobbyismus, weil sie sehr stark finanziert werden, auch von Unternehmen. Die nächste Frage an Sie. Wer ist wohl Brüssels einflussreichste Lobbyorganisation? Ist das Greenpeace? Ist das Google? Ist das Business Europe, der Europäische Arbeitgeberverband, also sozusagen der BDI auf europäischer Ebene? Ist das der Chemieverband, CEFIC, oder ist das Facebook? Und da dürfen Sie jetzt wieder abstimmen. Jetzt haben viele abgestimmt. And the winner is, according to you, Business Europe, dicht gefolgt allerdings vom Europäischen Chemieverband. Google kriegt wenige Stimmen, Greenpeace kriegt gar keine und Facebook interessanterweise auch nicht. Danke für diese Einschätzung. Auch hier gibt es leider keine perfekte Antwort. Aber ich finde eine, die relativ gut aufzeigt, was spielt denn eigentlich alles eine Rolle beim Thema Einfluss. Das hier ist eine Übersicht der 20 einflussreichsten Lobbyverbände von Transparency International wieder. Die findet sich auf der Seite Integrity Watch. Ich habe eben erwähnt, die werten die Daten, die offiziellen Daten des EU-Transparenzregisters aus. Und hier sieht man auf der rechten Seite die Kategorien, die Sie wichtig finden. Und das ist einmal natürlich ganz außen das Lobbybudget. Das ist Selbstangabe der jeweiligen Unternehmen. Und da ist tatsächlich Business Europe
nicht schlecht dabei, aber wenn Sie mal weiter unten gucken, Tefik mit 9 Millionen Budget zur Beeinflussung der EU-Institutionen noch sehr viel, naja, zumindest mal reicher. Aber wichtig ist natürlich auch andere Sachen. Wie viele Personen arbeiten für diesen Verband? Auch da CEFIC mit 83, ziemlich oben. Accreditations, das bezieht sich auf Akkreditierung im Europaparlament. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal im Europaparlament zu Besuch war. Da kann man nicht einfach so rein und raus marschieren. Das ist relativ kompliziert. Wenn man eine Akkreditierung hat als Lobbyist, ist es aber sehr einfach. Da kriegt man so einen kleinen Pass und kann einfach rein und raus. Und da sehen Sie jetzt, wer wie viel Akkreditierung hat. Bei Business Europe 0 würde ich sagen, ob das so stimmt. Das ist vielleicht keine ganz korrekte Angabe. Und die letzte Kategorie, und deshalb ist Business Europe hier ganz oben, sind Treffen mit der Europäischen Kommission, und zwar mit den Top-Kommissarinnen und auch Leuten, die auf anderen Ebenen arbeiten. Und das ist natürlich auch wichtig, um Einfluss einzuschätzen. Und da hat man eben mit Business Europe einen ziemlich einflussreichen Akteur. Also mit Business Europe und auch CEFIC waren sie ziemlich gut dabei in ihren Antworten. Diese Gruppe an Akteuren ist dynamisch. Die verändert sich immer. Die verändert sich manchmal innerhalb von einem Jahr. Also wir konnten zum Beispiel sehen, als die EU über die neue Tabakregulierung diskutiert hat vor ein paar Jahren, da ist das Lobbybudget von Philip Morris wirklich explodiert und auch von anderen Tabakkonzernen. Und wir sehen das in den letzten Jahren beispielsweise auch die Veränderung bei den großen Digitalkonzernen. Also das Budget von Google beispielsweise hat sich um 360% gesteigert seit 2014. Das hat zu tun damit, dass diese Konzerne natürlich mehr Macht bekommen haben, aber auch damit, dass die EU interessant für sie ist. Wir haben im Moment diverse Gesetzespakete, die diskutiert werden zur Regulierung der Digitalkonzerne. Also was ich sozusagen gestern, auch diese Übersicht ist von Transparency International, herausgefunden habe, mag morgen schon wieder ein bisschen anders aussehen. Was man aber als Grundkonstante sagen kann, ist ein großes Ungleichgewicht. Ich habe das schon angesprochen mit den 70% Kapitalfressen, Lobbyismus für Kapitalinteressen und 10% für den Rest. Die Arbeiterkammer in Österreich hat vor mittlerweile schon einigen Jahren sich nochmal das Verhältnis genau zwischen Arbeitnehmerinnenvertretung, also Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden angeschaut. Und das dann folgendermaßen dargestellt, also die Diskrepanz ist schon sehr groß. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist aber nicht alles, was relevant ist. Es ist aber tatsächlich relevant, weil wenn ich präsenter bin in Brüssel, größere Büros habe, mehr Mitarbeiterinnen, größere Budgets für Veranstaltungen, dann kann ich alle wichtigen Akteure schlicht kontinuierlicher und damit möglicherweise eben auch mit mehr Erfolg bearbeiten für meine Anliegen. Auch das ist von der Arbeiterkammer in Österreich, gleiche Datenbasis, und Sie haben sich eben nochmal angeschaut, wie viele Treffen gab es denn eigentlich mit der Europäischen Kommission und den Gewerkschaften, und das kann man da unten sehen, der ganz dünne blaue Streifen und in der Mitte der Streifen eben mit Unternehmen und ihren Beratungsfirmen. Genau. Also das war so ein bisschen so ein erster Überblick. Jetzt würde ich gerne in die Praxis übergehen und dazu aber noch einmal Sie befragen. Und zwar, wenn man so will, zu der anderen Seite des Argumentationsspektrums, nach der Frage, was Sie eigentlich das überzeugendste Argument für Lobbyismus finden. Es gibt bestimmt auch andere. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das, was Sie am meisten überzeugt, vergessen. Das können wir aber dann natürlich auch später nochmal teilen. Ich habe mir jetzt überlegt, plausibel klingt für mich, Lobbyistinnen bringen Fachwissen in die Politik, was sonst nicht da ist. Auch Umweltverbände, Gewerkschaften und Co. betreiben Lobbyismus. Lobbyismus gehört zu einer funktionierenden Demokratie. Und das Problem ist gar nicht Lobbyismus an sich, sondern die gängige Praxis. Also zum Beispiel fehlende Transparenz oder auch Interessenskonflikte auf Seiten der Politik. Und auch hier sind Sie wieder eingeladen, abzustimmen.
Genau, ich warte noch ein bisschen. Es haben jetzt 60% abgestimmt. Ja, interessant ist, es gibt Fürsprecherinnen für alle Argumente. Das finde ich jetzt wenig überraschend, weil natürlich ist an all diesen Argumenten was dran, aber es gibt doch einen kleinen Spitzenreiter, der da sagt, Lobbyismus ist nicht per se ein Problem, aber die gängige Praxis. Und aus der gängigen Praxis würde ich jetzt gerne noch ein bisschen erzählen. Sind wilde Beispiele aus allen Politikfeldern, die einfach unterschiedliche, wie ich sagen würde, problematische Aspekte beleuchten. Das ist einmal eine Geschichte, die ich gern etwas kompletter erzählen wollen würde, auch wenn sie schon älter ist. Es ging um die Lobbykampagne gegen die EU-Chemikalien-Richtlinie REACH. Bis heute der wesentliche Baustein zur Regulierung von Chemikalien in der EU. Es ging alles los, und das ist typisch für jedes Gesetzesvorhaben in der EU, mit einem Vorschlag der Kommission, die sozusagen immer den ersten Vorschlag macht. Das ist ja in der EU nicht das Parlament. Es gab eine massive Lobbyoffensive der Industrie gegen diesen Vorschlag. Eine wichtige Sache hat der BDI gemacht, gemeinsam mit einer Beraterfirma, Arthur D. Little, ein sogenanntes Impact Assessment, also eine Folgekostenabschätzung. Im Wesentlichen um Himmels Willen. Wenn diese Richtlinie kommt, dann gibt es keine Chemieindustrie mehr in Europa. Massive Arbeitsplatzverluste wurden da vorausgesagt. Das Umweltbundesamt hat die Studie ein Jahr später korrigiert, heftig kritisiert. Aber dann hatte sich die Debatte schon ein bisschen gedreht. Die Kampagne war bestens organisiert. Also VCI ist der Verband der chemischen Industrie in Deutschland, der BDI aus Deutschland, CEFIC, den haben wir schon kennengelernt, der Europäische Chemieverband, aber auch der Transatlantic Business Dialogue, also die US-Chemiekonzerne, haben sich engagiert, und alle diese Unternehmen und Verbände haben mit einer Stimme gesprochen. Die US-Regierung, quasi so ein bisschen als Helfershelfer der großen Chemiekonzerne wie Dow Chemical, hat sich eingeschaltet. Es gab von BASF bezahlte Leute, die in der Generaldirektion gearbeitet haben, die damals federführend war, DG Enterprise. Dann später, als der Vorschlag in die sozusagen zu den Nationalstaaten kam, von den EU-Regierungen diskutiert wurde, gab es auch von BASF bezahlte Leute in deutschen Ministerien. Diese Praxis ist heute zum Glück nicht mehr so verbreitet. Das Resultat war, dass der zweite Vorschlag der Kommission, den damals Verbraucherschutzverbände, den ersten Vorschlag hatten die sehr stark willkommen geheißen. Beim zweiten sah das schon anders aus, der war extrem abgeschwächt schon. Im Parlament, im Europaparlament, hat die Chemieindustrie dann die Strategie verfolgt, die bis heute eigentlich sehr verbreitet ist. Das ging um eine Verzögerung, auch um eine Verbürokratisierung des Vorschlags. Also letztendlich ist er auch heute, bis heute leider so bürokratisch, dass noch keine einzige Chemikalie infolge von REACH wirklich vom Markt genommen wurde. Der Verband der chemischen Industrie in Deutschland hat dann auch den federführenden Abgeordneten im Europaparlament beraten. Das war ein Deutscher. Die Änderungsanträge, die dann im Europaparlament zu dem Erstvorschlag des Parlaments gemacht wurden, waren zu einem großen Anteil, zumindest die Änderungsanträge von Konservativen und Sozialdemokraten, ließen sich eins zu eins auf Chemie- und Papierindustrie zurückführen. Das konnte man damals, hat die Wissenschaft das nachgewiesen. Das Resultat ist was sehr viel Schlechteres, zumindest aus Umwelt- und Verbraucherschutzperspektive, als das, was die Kommission eigentlich vorhatte. Und das ist typisch für eine Lobbykampagne. Es zeigt schon so ein bisschen die unterschiedlichen Phasen und auch Akteure und Techniken, die ineinander greifen. Ganz anderes Beispiel hier, ein Papier von Coca-Cola, das vor einigen Jahren durchgesickert ist. Hier sieht man ja, zu dem damaligen Zeitpunkt eine Art Lobby-Matrix von Coca-Cola. Mit Sicherheit nicht für alle Unternehmen repräsentativ. Klar, Coca-Cola ist ein großer Konzern, hat deshalb die Kapazität, viele Politikvorhaben zu begleiten und auch in vielen Punkten aktiv zu werden. Was man hier sieht, ist, je weiter oben ein Thema ist, das Coca-Cola sich annehmen will,
desto dramatischer wären die Folgen für Coca-Cola, also für die Konzernprofite kann man sagen, wenn die Regulierung käme. Also zum Beispiel relativ oben links EU-Beschränkungen von Koffein. Das wäre gar nicht gut für Coca-Cola anscheinend. Oder in der Mitte so ein grüner Punkt, Einschränkung von Plastikverpackungen. Auch relativ weit oben in seinen Folgen für die Profite des Konzerns. Je weiter rechts etwas ist, desto realistischer hat Coca-Cola damals eingeschätzt, dass die Regulierung tatsächlich kommt. Und deshalb ist ganz rechts oben im Eck dieser Kreis, an dem steht Fight Back. Also hier müssen wir wirklich gegenhalten. Zum Beispiel Recyclingquoten. Also das wird wahrscheinlich kommen und hat dramatische Auswirkungen auf die Profite von Coca-Cola. Das nur, um euch und Ihnen deutlich zu machen, erstens, wie gut aufgestellt auch Unternehmen und ihre Lobbyisten sind in der EU. Und die Frage, kriege ich all das mit und kann ich auch intervenieren, hat sehr viel mit Kapazitäten zu tun, ganz konkret mit Mitarbeiterinnen und mit, wie groß ist eigentlich mein Netzwerk an anderen Akteuren, die auch noch für mich sprechen können. Ein weiterer Eindruck aus der konkreten Welt des Lobbying. Hier sehen Sie einen Änderungsvorschlag. Also, wenn ein Gesetzesvorhaben, nachdem die Kommission ihren Erstvorschlag gemacht hat, nachdem die Mitgliedstaaten im Rat sich geäußert haben, dann irgendwann ins Europaparlament kommt, dann gibt es einen Berichterstatter, der ist sozusagen der oder die, ist federführend für die, um das, den Prozess im Parlament zu koordinieren, macht den ersten Vorschlag. In diesem Fall geht es um eine Finanzregulierung, auch schon älter. Ich verstehe das nicht, ich habe keine Ahnung von Finanzmärkten. Aber was Sie hier sehen, ist in der linken Spalte den ursprünglichen Kommissionsvorschlag, in der mittleren Spalte den Vorschlag des Berichterstatters, Canfin, und rechts den Vorschlag der Lobbygruppe, die Sie oben links sehen. Das ist eine Finanzmarkt-Lobbygruppe. Und so sieht das dann aus, ne? Also hier in der Mitte ist anscheinend ein Vorschlag, den die nicht gut finden. Deshalb steht hier Removal of Paragraph 2, also diesen Paragraph komplett streichen. Auf der nächsten Seite gibt es in Rot so kleine Ergänzungen. Was das konkret bedeutet für Finanzmarktregulierung, zum Beispiel für die Rechte von Verbraucherinnen im Bankensystem, ist sehr, sehr technisch und setzt voraus, dass man sich ein bisschen auskennt oder ziemlich gut auskennt mit dem Thema. Wie gesagt, ich kann das nicht, deshalb kann ich Ihnen nur wiedergeben, was mir damals mein Finanzmarktkollege gesagt hat und hat gesagt, das ist ein sehr schönes Beispiel für Finanzmarktlobbying in Richtung von weniger Finanzmarktregulierung, was ja bei Finanzkrisen in den letzten Jahren durchaus eine Rolle gespielt hat. Und solche Änderungsanträge werden regelmäßig an Abgeordnete geschickt. Abgeordnete, die mit uns zusammenarbeiten, leiten die uns auch regelmäßig weiter. So kommen wir überhaupt daran. Inwieweit Abgeordnete das dann 1:1 über Copy-Pasting weitergeben, ist auch nur mit sehr viel Arbeit herauszufinden. Es lässt sich aber tatsächlich häufig nachweisen. Fairerweise muss ich sagen, NGOs, Gewerkschaften machen das auch, aber die Frage, ne, von Kapazitäten spielt auch da eine Rolle. Was Sie hier sehen, ist jetzt im nächsten Schritt, wenn sozusagen, stellen Sie sich vor, es gibt dann diesen Bericht und dann gibt es hunderte von Änderungsanträgen, die die Abgeordneten eingebracht haben und die werden dann abgestimmt am Ende. Das ist auch ein relativ komplexer Vorgang und auch da interveniert die Lobbyindustrie und schreibt in dem Fall jetzt ein Abgeordneter, dem Fall Sven Giegold, der das uns weitergeleitet hat. Damals ging es um die Lebensmittelkennzeichnung und hier fordert eben Stork, der Schokoriesenhersteller, Sven Giegold und auch alle anderen auf, für und gegen bestimmte Änderungsanträge abzustimmen. Also Zucker- und Fettreduzierung will man lieber nicht so sehr haben. So kann das auch aussehen. Gleiches Thema. Hier ist es eine Abstimmungsliste der Internationalen Kaugummi-Assoziation. Auch da, ne, man muss genau gucken, gegen welchen Änderungsantrag wird da mobil gemacht und was sind letztendlich die Folgen. Ist das gut oder nicht? Ein ganz anderes Beispiel. Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen noch an die Auseinandersetzung um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP, das Transatlantic Trade and Investment Partnership. Hier habe ich nur
den Auszug eines Sponsorship-Packages mitgebracht. Also stellen Sie sich vor, es gibt eine Konferenz, organisiert von Forum Europe. Das ist einer der großen kommerziellen Konferenzorganisierer in Brüssel. Und Forum Europe schreibt Sie damals an und sagt, wir organisieren diese Konferenz. Da werden wirklich die Besten der Besten kommen. Kommission, der US-Handelsbeauftragte, Mitgliedstaaten. Also die Leute, die Sie beeinflussen wollen. Und hier ist, wie Sie sich deren Ohr erkaufen können. Sie können sozusagen Plenary Session Sponsor werden. Das kostet nur 10.000 Euro. Dann bekommen Sie einen Podiumsplatz. Sie bekommen natürlich eine Seite Werbung im Konferenzprogramm. Sie können 5 Ihrer Kolleginnen mitbringen und so weiter. Wenn Sie es nicht ganz so dick haben, nur 7.500 Euro, dann können Sie das Mittagessen sponsern. Auch da können Sie in Arbeitsgruppen sprechen. Also ein weiteres Beispiel, was zeigt natürlich Money Matters in Brüssel. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, die 10.000 Euro zahle, ich sitze auf dem Podium und neben mir sitzt die europäische Handelskommissarin, damals war das Cecilia Malmström, dann heißt das natürlich nicht, dass sie nach Hause geht von der Konferenz und sagt, das, was die Person von Bayer mir erzählt hat, das mache ich jetzt 1:1. Aber es geht eben um langfristige Netzwerke, Positionen immer wieder artikulieren im Prozess. Und das hat einen Einfluss. Anderer Eindruck, Lobbyismus in Brüssel heißt immer auch nicht nur Lobbyismus des Parlaments und Lobbyismus der Europäischen Kommission, sondern auch der EU-Mitgliedstaaten im Rat. Wenn die sich treffen im Rahmen der großen Präsidentschaften, gibt es auch da häufig Sponsoring. Hier damals im Rahmen der rumänischen Ratspräsidentschaft, da hat ein ZDF-Journalist getwittert, naja, heute treffen sich so die EU-Außenminister, kann man sagen, naja, was soll's, die sehen auch Coca-Cola-Werbung woanders, ist aber natürlich trotzdem eine bedenkliche Praxis, gegen die sich viel Widerstand regt in den letzten Jahren, weil es natürlich auch immer mal wieder um Politik geht, die Coca-Cola beeinflusst und da hat das vielleicht in der Ratspräsidentschaft nichts zu suchen. Ein letztes Beispiel, ich hing ein bisschen mit der Zeit hinterher, die Expertengruppen der Europäischen Kommission. Davon gibt es Hunderte, die werden von der Kommission selbst eingesetzt, oft zu Beginn eines Politikprozesses, wenn die Kommission sozusagen überhaupt wissen will, was ist eigentlich das Problem und wie können wir es adressieren, dann setzt sie eine Expertengruppe ein. Die meisten dieser Expertinnengruppe setzen sich allein aus Beamten aus den EU-Mitgliedstaaten zusammen. Das ist eine Möglichkeit für die Kommission herauszufinden, wo stehen die Mitgliedstaaten, welche Interessen können wir, wie weit können wir gehen. Aber es gibt eben auch Expertinnengruppen mit externen Mitgliedern. Und das ist ein super Lobbyvehikel für die Lobbyindustrie. Hier hat sich damals wieder die Arbeiterkammer angeschaut, die Expertinnengruppen, die die Kommission zum Thema Autopolitik beraten und die sind eben voll, also von den externen Mitgliedern haben sie eben hauptsächlich die Autoindustrie. Das ist insofern relevant, weil, und das sieht man hier sehr schön an der Folie von BASF, je früher, desto besser. Wenn ich schaffe, den allerersten Vorschlag zu beeinflussen, der kommt von der Europäischen Kommission, dann ist das schon die halbe Miete, weil sich danach eigentlich nur noch Nuancen ändern, wohin die Reise geht. Und in dieser frühen Phase der Politikgestaltung tagen eben diese Expertinnengruppen. Deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren dazu, haben vor Jahren dafür gekämpft, dass überhaupt bekannt wird, welche Expertinnengruppen gibt es. Das war nämlich damals nicht bekannt. Wer sitzt da, dass Protokolle veröffentlicht werden, nicht, dass das ständig passiert. Da muss man wirklich immer wieder hinterher sein und Beschwerden einlegen. Und setzen uns eben auch ein für eine andere Zusammensetzung der Expertinnengruppe. Denn natürlich macht es einen Unterschied. Sitzt dann nur die Chemieindustrie, wenn es um Nanotechnologie geht beispielsweise, oder sitzen da auch andere Akteure, beispielsweise Verbraucherschutzorganisationen. Das überspringe ich jetzt mal. Genau, und damit würde ich zu einem kleinen Zwischenfazit kommen, bevor ich noch mal ganz kurz am Ende auf Lobbytransparenz und Regulierung eingehe. Ich hoffe, dass die Eindrücke gezeigt haben, oder naja, das erste vielleicht nicht, aber Lobbyismus ist wirklich das Hauptscharnier der Interessensvertretung in der EU.
Ich habe vorhin andere Formen der Interessensvertretung angesprochen. Sei es eine Demo, sei es eine öffentliche Debatte, die sehr stark medial auch vermittelt wird. In der EU ist das alles extrem unterentwickelt. Wir haben keine europäische Öffentlichkeit, wir haben keine europäischen Medien, die zumindest von Leuten wie Ihnen und mir zu Hause rezipiert werden. Also vieles, was wir an demokratischer Artikulation haben in den EU-Mitgliedstaaten, ist unterentwickelt auf der EU-Ebene. Und deshalb spielt Lobbyismus so eine wahnsinnig wichtige Rolle. Die Kapitalseite hat enormen Einfluss auf EU-Politik. Und das ist für uns immer mindestens genauso wichtig zu sagen, es gibt eine selektive, eine sehr wohlwollende Einbindung der EU-Institutionen eben dieser Kapitalseite. Und das gilt sowohl für die Europäische Kommission als auch für den Rat, als auch für das Europaparlament. Was macht man jetzt damit? Wir und andere Organisationen kämpfen seit vielen Jahren für mehr Lobbytransparenz und Regulierung, für ein verbindliches Lobbyregister auf EU-Ebene. Es gibt seit einigen Jahren eins, es ist allerdings nicht verbindlich, mit verlässlichen Daten und eben auch Sanktionen, wenn die Daten, die Angaben falsch sind. Wir kämpfen für einen legislativen Fußabdruck, also dass die Kommission sagt, wenn sie den ersten Vorschlag veröffentlicht, so sind wir überhaupt darauf gekommen. Diese Verbände haben wir getroffen, diese Positionen haben wir angenommen, diese haben wir abgelehnt aus folgenden Gründen und das Gleiche eben auch für die anderen Institutionen und auch für proaktive Lobbytransparenz. Also dass nicht nur sozusagen das veröffentlicht werden muss, was man zum Beispiel über das Informationsfreiheitsgesetz der EU anfragen kann, mit dem wir sehr viel arbeiten, sondern dass beispielsweise Abgeordnete proaktiv veröffentlichen, mit wem sie sich denn so treffen. Erfreulicherweise machen das 50% der Abgeordneten bereits, aber die anderen eben nicht. Und die anderen haben vor kurzem auch dagegen gestimmt, dass diese Praxis verbindlich wird für das gesamte Europaparlament. Zweiter Punkt, das eine ist eben Transparenz. Das andere ist aber natürlich eine Änderung, wenn man so will, der Balance. Also es kann einfach nicht sein, dass Expertinnengruppen völlig gekapert sind von Unternehmenslobbyisten und da niemand sitzt aus der Wissenschaft, niemand sitzt, der andere gesellschaftliche Interessen vertritt, sei es jetzt eben die Interessen von Arbeitnehmerinnen oder der Bekämpfung des Klimawandels. Und dann, den Punkt habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft anzusprechen, arbeiten wir auch zu längeren Karenzzeiten und strengeren Ethikregeln, letztendlich für Politiker. Also da geht es um Nebeneinkünfte im Parlament, aber eben auch um Seitenwechsler. Also sie arbeiten heute im Parlament oder in der Kommission und tauchen morgen wieder in der Lobbyindustrie auf. Und ein unabhängiges Ethikgremium, was all das überwacht, das ist ein großes Thema in der EU im Moment, für das Organisationen, wie wir streiten, was im Moment an Vorschlägen auf dem Tisch liegt, ist leider noch nicht ausreichend. Als letzten Punkt, vielleicht auch für die Diskussion, würde ich gerne gucken, ob man vielleicht sogar noch weitergehen könnte. Das tun wir in einer aktuellen Kampagne, die von 300 Organisationen unterstützt wird. Die heißt Fossil Free Politics. Da geht es um Klimapolitik. Und zwar Klimapolitik sowohl auf EU-Ebene als auch im Rahmen der UN, die internationalen Klimaverhandlungen. Und wir sagen letztendlich, dass diejenigen Akteure, die den Klimawandel seit Dekaden wissentlich befeuern, Klimawissenschaft ignoriert haben und Klimapolitik jahrelang durch ihren Lobbyismus verzögert und verhindert haben, beim Thema Klimapolitik nichts zu suchen haben. Also sprich, Lobbytreffen mit diesen Akteuren, sei es jetzt Shell, sei es RWE, sei es BP, die großen Kohle-, Öl- und Gaskonzerne. Lobbytreffen mit ihnen müssen auf ein Minimum begrenzt werden. Sie haben keinen Platz in den entsprechenden Expertinnengruppen und Beratungsgremien, denn ihre, ja, wenn man so will, Politik ist die Politik, die es zu regulieren gilt und die den Planeten zerstört. Es muss ein absolutes Schließen geben der Drehtür und auch ein Verbot von Sponsoring durch diese Konzerne von politischen Events. Wir orientieren uns in dieser Kampagne an etwas, das die Weltgesundheitsorganisation praktiziert, was auch die Bundesregierung und die EU unterzeichnet haben für den Bereich
Tabakpolitik. Da gibt es nämlich Regeln in der Weltgesundheitsorganisation, die eben auch die Bundesregierung und die EU befolgen müssen. Und die besagen im Wesentlichen diese Dinge. Also wenn es um Gesundheitspolitik geht, dann muss der Kontakt mit der Tabakindustrie auf ein absolutes Minimum begrenzt werden, denn sie macht nichts anderes, als Menschen mit ihren Produkten umzubringen. Und wenn es Kontakt gibt, muss er maximal transparent sein. Also das ist so ein bisschen das Beispiel, an dem wir uns orientieren. Und ich kann mir vorstellen, das ist durchaus kontrovers. Vielleicht ist das eine Sache neben anderen, die wir diskutieren können jetzt in der Diskussion. Hier ist nur ein allerletztes Bild von Fridays for Future Aktivistinnen bei den letzten UN-Klimaverhandlungen, die diese Kampagne mittragen und hier sozusagen das sichtbare Auge einem Shell-Lobbyisten entgegenhalten und sagen, hey, wir wissen, ihr seid hier. Wir wissen, was ihr hier treibt, ist sicher nicht im Interesse von mehr Klimaschutz. Wir haben euch zumindest im Blick. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den sehr umfangreichen und sehr spannenden Vortrag, wie ich finde. Ich würde gerne nochmal unsere Zuschauer aufrufen, Fragen zu stellen zum Thema Lobbyismus. Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, die ich mir im Vorfeld schon mal notiert habe. Und zwar ist mein großes Thema bei den EU-Fragen immer die Rolle der Nationalstaaten. Und deshalb frage ich mich, wer trägt eigentlich die Schuld daran, dass es kein ordentliches Transparenzregister für die EU-Institutionen gibt, also für vor allen Dingen für den Rat und die Kommission nicht? Ist das eine Sache, die an den EU-Politikern scheitert oder scheitert es eher an den nationalen Regierungen? Also bei dem Thema sind tatsächlich die Nationalregierungen wesentlich mehr verantwortlich als die Kommission. Für die Kommission gibt es ja immerhin ein Register, für den Rat gibt es gar nichts. Und das liegt natürlich daran, dass die Mitgliedstaaten das blockieren. Und ja, also das ist eine super interessante Frage. Wir arbeiten seit, ich würde sagen, etwa 5 Jahren etwas entschlossener zum Rat, weil uns nämlich genau diese Erzählung immer wahnsinnig gestört hat, der Regierung eigentlich in allen EU-Mitgliedstaaten, die schimpfen ja immer auf Brüssel und verschweigen, dass sie natürlich jede Brüsseler Politik mittragen über den Rat und teilweise auch die EU-Ebene nutzen, wenn man so will, um Dinge durchsetzen zu können, die zu Hause vielleicht schlicht unliebsam sind. Deshalb nehmen wir uns den Rat genau unter dieser Perspektive von Konzerninteressen, Konzernlobbyismus in den letzten Jahren genauer vor. Es ist aber wahnsinnig schwer, überhaupt an Informationen zu kommen. Das ist sehr viel leichter, wenn man zur Europäischen Kommission recherchiert. Da kommt man beispielsweise weit mit Informationsfreiheitsanfragen beim Rat. Der Rat ist wirklich weiterhin eine Blackbox. Insofern tragen die Mitgliedstaaten tatsächlich da eine wirklich große Verantwortung. Vielen Dank. Ich starte dann mal direkt in die Fragen von Userinnen und Usern oder Zuschauerinnen und Zuschauern, ist ja hier korrekterweise der richtige Begriff. Und zwar fragt uns Frances Martinek: Sehr geehrte Frau Eberhard, vielen Dank an Sie und an Europe Direct für diese Veranstaltung. Mich interessiert im Wesentlichen der Sektor der Wehr- und Sicherheitsindustrie. Gibt es einen gesamteuropäischen Überblick über die jeweiligen Stakeholder und Lobbygruppen der Wehr- und Sicherheitsindustrie? Wie läuft das im Kontext des Standardprozedere? Da haben Sie jetzt gerade schon ein bisschen was gesagt, aber vielleicht könnte man das nochmal ausführen. Ich habe keinen Überblick. Es ist ein Sektor, zu dem wir gerne strukturell arbeiten würden, weil natürlich gibt es massiven Lobbyismus und starken Einfluss, ich würde jetzt mal sagen, der Waffenlobby und der Überwachungslobby in Bezug auf diverse auch EU-Agenturen, wie Frontex, aber eben auch die Europäische Verteidigungsagentur. Aber wir haben keine Person, die das systematisch verfolgt über Jahre. Es gibt immer mal einzelne Recherchen, die dann so Momentaufnahmen machen. Da müsste ich jetzt nachgucken. Aber es ist ein gut vernetzter, gut aufgestellter, gut finanzierter Sektor, der es schafft, obwohl es eigentlich so brisant ist, ein bisschen unter dem Radar tatsächlich zu lobbyieren. Eine Sache, die Sie aber wahrscheinlich gesehen haben, die wir gemacht haben, das war eine Kollegin von mir Anfang des Jahres, die hat sich tatsächlich
zumindest die Lobbytreffen angeschaut, die Frontex hatte. Treffen sich nicht nur mit der Waffenlobby, aber eben auch. Das hat dann Jan Böhmermann für ZDF Royal sehr, sehr schön aufbereitet in den Frontex-Files. Da kann man auch tatsächlich die Dokumente, die Lobby-Dokumente sehen, die da hochgeladen würden. Aber ich kann jetzt leider, ich habe leider keine Zahlen oder sowas. Aber ja, der Einfluss und die Präsenz ist groß. Vielen Dank. Ich habe eine Frage übersehen, die sich direkt an die Folien richtete, und zwar von Herr oder Frau Ebert. Der fragt, oder sie oder er fragt zu der Folie nach der zweiten Umfrage, was mit Umsatz gemeint ist an der Stelle. Das war die Liste mit den, mit den Interessensvertretern. Also das ist sozusagen der, ja, der Umsatz, wenn man so will, das Lobbybudget, das Lobbygruppen angeben. In unserem Fall jetzt in Europa ist es über das Lobbyregister. Ja, also die geben da nicht ihr Gesamtbudget an, aber so den Teil des Budgets, der direkt in Lobbyismus fließt. Und in den USA muss das eben auch angegeben werden. Da gibt es eine sehr viel strengere Lobbyregulierung. Da kann man für, wirklich für Falschaussagen ins Gefängnis wandern. Deshalb haben wir da auch bessere Daten. Und die Datenspanne ist eben ein bisschen breiter. Aber das ist sozusagen, ja, wenn man so will, eigentlich wie groß ist dieser Wirtschaftssektor in Brüssel, und der wächst in den letzten Jahren. Wächst deshalb, weil wir natürlich immer mal wieder EU-Erweiterungen hatten. Ne, auch die neuen Mitgliedstaaten bringen dann natürlich neue Lobbyakteure mit, die es so früher vielleicht nicht gab in Brüssel, aus, sagen wir mal, Rumänien oder sowas. Aber das hat auch damit zu tun, dass EU-Politik immer relevanter wird. Ne? Also dass immer mehr auch, wenn man so will, Politikbereiche vergesellschaftet wurden über die EU-Verträge, die EU-Politik immer relevanter wird und dass immer mehr ja, Akteure weltweit auch wissen. Ne? Also wir haben ja auch ganz viele, sagen wir mal, US-Konzerne oder jetzt in den letzten Jahren eben auch chinesische Unternehmen, Unternehmen aus den BRIC-Staaten, die auch präsent sind in Brüssel, weil was in Brüssel reguliert wird, hat eben auch Konsequenzen für diese Unternehmen, die ja auch auf dem europäischen Markt unterwegs sind, hier produzieren, wenn sie auch ihre Hauptsitze woanders haben. Vielen Dank. Ich würde da gerne eine Frage dran anschließen, und zwar zur, ich sag mal, Validität von Lobbyismus, weil man kann natürlich argumentieren, Lobbyismus gehört gewissermaßen in Teilen vielleicht auch zur Demokratie hinzu. Das haben ja auch einige unserer User, Nutzer, Zuschauerinnen gerade in der Umfrage gesagt. Und da habe ich mich gefragt, wie valide ist denn das, was eine Lobbyvertreter tatsächlich dann sagen, wenn die in so einem Expertengremium sitzen? Oder ist das schon so eine Art von Interessensvertretung, dass da auch viel mit neumodisch gesagt Fake News operiert wird? Und wie kann sich die EU davor schützen? Also gibt es da Ansätze außerhalb von Transparenz? Ja, das ist auch wieder ein in den Herz eines großen Problems. Also welches Wissen leitet eigentlich unsere Politik an? Und wenn ich nicht sehr viel hauseigenes Wissen habe, was bei den EU-Institutionen, weil sie auch so klein sind, der Fall ist, bin ich natürlich eh schon mal schwach aufgestellt. Deshalb sind diese Expertengruppen für die Kommission sehr wichtig, weil sie auch ganz viel Wissen aus den Mitgliedstaaten einbringen. Also das ist sozusagen, wenn man so will, nationalstaatliche Behörden. Aber es macht die EU-Institutionen eben auch anfällig, vielleicht über die Maßen für das Wissen, was von Lobbygruppen herangetragen wird. Und ich habe diese Studie vom BDI in dieser Auseinandersetzung um REACH erwähnt. Das war eine Studie, habe ich kurz gesagt, die das Umweltbundesamt ein Jahr später als völlig haltlos kritisiert hat. Ne? Da geht es natürlich darum, welche Annahmen werden da getroffen und so weiter. Wir können uns das alles vorstellen. Also wenn wir alle Teilnehmerinnen jetzt eine Studie verfassen zu einer bestimmten Frage, dann haben wir, wie viel sind wir hier? 26 verschiedene Studien. Und es würde ein bisschen dauern, herauszufinden, welche ist denn jetzt, sagen wir mal, am richtigsten. Also Wissen ist selten neutral. Und deshalb, ja, also Fake News ist ein hartes Wort, aber wir kennen auf, also es geht immer wieder um, ich würde sagen,
Aussagen, die zumindest so zugespitzt sind, dass man nicht mehr sagen kann, sie sind korrekt. Aber sie schaffen den Diskurs zu drehen. Und man braucht sehr, sehr lange, um Dinge erstmal zu widerlegen. Und was hilft da? Also das ist insofern eine spannende Frage, weil sie zeigt, dass es mit so einem Drehen an kleinen Rädchen eben auch nicht getan ist. Weil wenn ich gleichzeitig eine gesellschaftliche Entwicklung habe, in der, sagen wir mal, zum Beispiel Bürokratie abgebaut wird, was ja einen guten Ruf hat, aber in der auch in die Universitäten, also sagen wir mal, Wissensproduktion an anderen Orten immer stärker auch auf private Gelder angewiesen sind. Also das weist so ein bisschen darauf hin, dass die Probleme an ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Stellen beginnen. Aber es ist wirklich eine der wesentlichen Fragen unserer Zeit. Welches Wissen prägt unsere Politik, prägt den Politikprozess? Und wir können, das ist vielleicht eine Tendenz in der Lobbyindustrie in den letzten Jahren, auch eine, sagen wir mal, vermeintliche Verwissenschaftlichung des Lobbysektors feststellen. Also das kann man wirklich sehen, dass Lobbyverbände stellen viel mehr Leute mit Dissertationen an, auch mit naturwissenschaftlichen Dissertationen. Lobbypapiere sind anders als noch vor 10 Jahren ganz oft so, da gibt es tausende komplexe Grafiken. Also es wird ganz, ganz technisch, weil das suggeriert natürlich auch eben eine vermeintliche Wissenschaftlichkeit, aber letztendlich, ne? Also so ein Konzern wie Bayer, Entschuldigung, der will natürlich weiter seine Pestizide auf den Markt bringen. Das ist das Kerninteresse dieses Unternehmens oder eines der Kerninteressen. Das muss man immer, immer wissen, wenn man diese Papiere liest. Vermutlich ist es ja dann auch so, dass die personelle Decke innerhalb der EU da auch nicht ausreicht, um eigene Experten heranzuziehen, die dann vielleicht tatsächlich neutraler sind. Also mir würde da spontan eher auf Bundesebene der Wissenschaftsrat einfallen, den man da vielleicht mit hineinziehen könnte. Mir ist aber auf EU-Ebene dann nicht bekannt, dass da eine große Institution gibt, die sowas macht. Richtig. Richtig. Also genau, das ist, finde ich, auch immer ein wichtiger Punkt. Wir bräuchten eigentlich größere Institutionen. Das bräuchte aber ein größeres Budget. Das wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Aber auch das ist wirklich ein großer Erklärungsanteil, ne, des Schlamassels sozusagen, in dem wir stecken. Unser Zuschauer Jonathan fragt in diesem Zusammenhang, wie schätzen Sie die Gefahr von Korruption ein, wenn LobbyistInnen, PolitikerInnen in ihren Entscheidungen beeinflussen wollen? Also wo ist die Grenze zwischen Lobbyismus und Korruption? Das ist eine exzellente Frage, weil die Grenze ist fließend. Also es gibt Korruption in der EU. Es gibt alle paar Jahre Decken, das sind meistens JournalistInnen, die undercover recherchieren, decken Korruptionsskandale auf. Ob das wahnsinnig verbreitet ist, würde ich gar nicht mal unbedingt denken, ne, dass es verbreiteter ist als anderswo. Also es gibt Korruption, aber ich glaube, es ist nicht das Hauptproblem. Es ist, glaube ich, eher ein kleines Phänomen. Für mich ist es viel problematischer, zum Beispiel dieses System der Expertinnengruppen. Ne, also ich muss ja als Gaskonzern gar nicht PolitikerInnen bestechen, wenn ich eh eingeladen werde in die Expertinnengruppe, ganz am Anfang zumindest auf ein so großes Ohr zu stoßen. Ne? Also an sehr, sehr prominenter Stelle gehört zu werden und Politik zu einem ganz frühen Zeitpunkt beeinflussen zu können. Also das, was ich beschrieben habe, was eher mit Konzernübermacht und einer privilegierten Einbindung zu tun hat, die aber völlig legal ist. Also da bereichert sich ja niemand privat. Das ist aber das, was den Alltag ausmacht, wenn es um Lobbyismus in Brüssel geht und was eben genauso dazu führt, ne, dass die Politik am Ende eben nicht in dem Maße, wie sie sollte, am Gemeinwohl orientiert ist, sondern eben Partikularinteressen hilft. Ne? Also dass der Dieselskandal damals auf EU-Ebene, ne, dass das so lange praktiziert werden konnte, hat eben genau mit dieser Hand-in-Hand-Politik von Unternehmen und EU-Institutionen zu tun, dass da nicht so genau hingeschaut wird und gar nicht damit, dass da VW im großen Stil geschmiert hat. Ich würde da nochmal eine Frage von Frances Martinek anschließen. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Sie fragt, wie kann es sein, dass Lobby-Akkreditierungen überhaupt ausgesprochen werden? Wer führt denn da das Register und warum gibt es beispielsweise keine Limitierung pro Firma?
Das Register führt das Parlament selbst. Ich glaube, das hat überwiegend praktische Gründe, ne? Weil es ist wirklich, also wenn man da jedes Mal hinkommt, da muss man ein Bildchen machen, da kriegt man so einen Tagespass, muss abgeholt werden von Abgeordneten, MitarbeiterInnen von Abgeordneten. Das hat, glaube ich, praktische Gründe und es ist eben das Parlament, was das Register verwaltet. Man muss so ein paar ganz allgemeine Angaben machen und soweit ich weiß, gibt es tatsächlich keine Deckelung der Zahl. Ob das jetzt den Unterschied machen würde, glaube ich nicht unbedingt. Ne? Im Prinzip schafft es ja auch ein bisschen Transparenz, ne? Weil man zumindest sehen kann, wer geht da ein und aus. Also ich finde die Maßnahme jetzt nicht nur schlecht. Aber klar, ne, das Bild ist schon eindeutig. Ne? Also normale Bürgerinnen können nicht so rein und raus spazieren ins Europaparlament. Das ist dann schon eher der oder die Lobbyistin. Bei solchen Debatten um Lobby- und Transparenzregister gab es ja auch neulich im Bund eine Debatte zu. Da frage ich mich immer, wer soll das eigentlich am Ende kontrollieren? Das ist jetzt eine klassische Who Watches the Watchman-Frage, also wer bewacht die Wächter? Was würden Sie denn da sich wünschen? Wer sollte so ein Lobbyregister führen? Wer sollte das kontrollieren? Also für uns ist es tatsächlich dieses unabhängige Ethikgremium, was das machen sollte. Das muss natürlich gut ausgestattet sein, aber so exorbitant, ne, muss man das, braucht man jetzt, glaube ich, keinen Wasserkopf kreieren. Aber klar, es braucht Personal, das die Angaben überprüft, aber es braucht eben vor allem Sanktionsmechanismen. Also was passiert bei Falschangaben? Und da ist es im Moment so, also im Moment sind es vor allem Akteure wie wir, die Angaben auf der Spur sind. Ne? Also wir benutzen das Lobbyregister tatsächlich viel in unseren Recherchen und manchmal kommt man dann bei Sachen, man denkt, nee, also ihr habt so viele Lobbyisten und wir wissen, wo euer Büro ist und wir haben eine ungefähre Ahnung, wie groß da die Miete ist und das soll euer Lobbybudget sein und gleichzeitig geben noch andere Akteure euch an im Lobbyregister und dann gibt es eine Beschwerde und dann ist die Sanktion, dass die Organisation für eine Zeit dann nicht mehr im Lobbyregister ist. Das hat durchaus Konsequenzen, ne, weil es zumindest die Kommission verfolgt die Praxis, sich nur zu treffen mit Lobbyisten und Lobbyorganisationen, die im Register auch zu finden sind. Auch das ist manchmal, wird da ein Auge zugedrückt, aber ne, das könnte dann sozusagen schwieriger sein. Aber sagen wir mal, Shell macht heute eine Falschangabe, wird erwischt, fliegt raus, dann ist es ja nicht so, dass die dann keine Treffen mehr in der Kommission kriegen. Ne? Normalerweise sind sie da. Also die Sanktionsmechanismen sind schwach, die Kontrollen sind nicht da. Deshalb bräuchte es eben eine unabhängig besetzte Ethikbehörde, aber eben auch vorher beschlossene Sanktionsmechanismen. Und die gibt es interessanterweise eben in den USA. Ne? Also wenn da hohe Geldstrafen drohen und Gefängnis, dann überlege ich mir vielleicht zweimal, welche Angaben ich mache. Frau Martinek hat eine Anschlussfrage an Ihre Erklärung mit den Bildchen. Sie fragt nämlich, ob es sich um eine Besucherregelung mit Foto- und Ausweisproduktion handelt oder ob solche Lösungen ausschließlich für Lobbyisten gemacht werden. Also so wie ich das verstehe, also ich war schon mal im Europäischen Parlament, aber im Rahmen von Europe Direct-Veranstaltungen, ja, tatsächlich bei allen. Und da sind wir natürlich ganz anders ins Haus reingekommen als mit einem Kärtchen und einem Foto. Genau, also es gibt ja viele Konferenzen, da muss man nicht, wird man nicht fotografiert oder so, ne? Aber wenn, also für Besucher in Gruppen gelten oft auch andere Regeln. Ja, das ist jetzt durch Corona etwas her, aber wenn Sie quasi als Bürgerin, sagen wir mal als Einzelperson, da ihre Abgeordnete treffen wollen, dann meine ich, dass es tatsächlich so ein kleiner Tagespass gemacht werden muss, auch heute noch. Ich muss mich bei Herrn Martinek entschuldigen. Entschuldigen Sie, ich kenne eine Frau mit genau dem gleichen Vornamen, deshalb war ich ein bisschen, habe ich sofort gedacht, Sie wären kein Herr, bitte entschuldigen Sie, mea culpa.
Machen wir weiter mit der Frage von einem anonymen Zuschauer, der auf die WHO eingeht, weil ich das auch eine ganz spannende Frage finde. Dieser anonyme Zuschauer schreibt, Frau Eberhardt sagte, dass die Bundesregierung und die EU eine Initiative der WHO unterzeichnet haben, welche Lobbying von der Tabakindustrie verbietet. Wie kann dies kontrolliert werden, wenn Lobbyismus in der EU nicht dokumentiert werden muss? Genau, wichtig ist, der Lobbyismus ist nicht verboten, aber die staatlichen Stellen sind angehalten, ihnen wirklich den Kontakt auf das absolut Notwendige zu begrenzen und alle Kontakte transparent zu machen. Wie wird das kontrolliert? Wieder durch Akteure wie uns und Naming und Shaming, wenn es nicht so ist. Ne? Also natürlich hält sich da wieder nicht jeder dran. Trotzdem bin ich mir sehr sicher, erschwert es den Zugang der Tabaklobby, insbesondere zu, sagen wir mal, Gesundheitspolitikerinnen. Ne? Also so eine Regel schärft ja schließlich auch ein Problembewusstsein. Ne? Also vielleicht ist die Tabaklobby tatsächlich kein legitimer Gesprächspartner, wenn es um den Schutz der menschlichen Gesundheit geht, ne? Also der Tabakregulierung. Also sie mag sich ja bei anderen Dingen auskennen, aber Gesundheitsschutz ist nicht ganz oben dabei. Und das sage ich jetzt gar nicht als militante Nichtraucherin oder so. Ne? Mir geht es da wirklich um eine Frage von, es geht ja letztendlich um eine Frage von gesellschaftlicher von Regulierung, die wir brauchen, von Produkten, die durchaus auch gefährlich sind, sei es jetzt für die Gesundheit oder die Umwelt. Ne? Das ist natürlich die Aufgabe von Politik. Wenn so Produkte nicht verboten werden, dann sie zumindest zu regulieren. Und da sind vielleicht die Hersteller eher an letzter Stelle der Gesprächspartnerin zu suchen. Aber das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Ne? Bei der Tabakindustrie mag uns das einleuchten, aber ich habe die Klimapolitik angesprochen. Ich finde das eine legitime Frage. Welche Legitimation hat RWE, die Klimapolitik mitzugestalten? Ne? Und da kann man natürlich drüber diskutieren. Also kann man auch sagen, naja, auch RWE sollte gehört werden. Aber inwiefern dann vielleicht eine Diskussion. Vor allen Dingen RWE, also RWE ist gerade so ein Fall, wo ich auch immer wieder stolpere, weil die haben auch eine große, große, große erneuerbare Energiensparte. Das vergisst man so schnell. Aber natürlich, klar, bei der Tabakindustrie ist das sicherlich was anderes und auch was so fossile Brennstoffe angeht. Auch da kann ich mir sehr gute Gründe vorstellen, warum man die vielleicht nicht gerade als ausschlaggebende Gruppierung in dem Expertengremium sitzen haben sollte. Ich habe mich im Zuge der Vorbereitung sehr viel gefragt, wie bedrohlich ist oder kann Lobbyismus für eine Demokratie werden? Weil bei vielem, was Sie heute uns auch erzählt haben, frage ich mich zum Beispiel, ich packe jetzt einfach mal ein paar Fragen zusammen, die ich mir notiert hatte, ob so mangelnde Transparenz und das Gefühl, eigentlich selber als Bürger gar nicht die Handhabe zu haben, wie so ein großer Konzern wie Bayer oder BP oder RWE, das Vertrauen in den Staat erodiert. Und auf der anderen Seite auch, ob sich die provokante Frage stellen lässt, wem eigentlich Rat und Kommission tatsächlich dienen. Dienen die dem Volk oder hören die viel zu stark auf Lobbyisten, was sich so ein bisschen dann bedingt mit der Erodierung? Also auf EU-Ebene kenne ich die nicht, aber ich weiß, dass es auf deutscher Ebene Studien gibt, die zeigen, dass in den letzten Dekaden Politik immer weniger im Interesse, sage ich jetzt mal, der armen Bevölkerungsschichten gemacht wird. Also es gibt einen Trend zu einer Politik, also sprich das Resultat dessen, was im Bundestag beschlossen wird, dient immer mehr den Reichen. Das ist wahnsinnig bedrohlich für eine Demokratie. Durch eine Politik wird gesellschaftliche Ungleichheit verschärft und nicht minimiert. Und natürlich führt das zu dem, was Sie angesprochen haben, also einem ja dann in dem Punkt auch berechtigten Vertrauensverlust, zumindest der armen Bevölkerungsschichten, in eben diesen Staat. Wie gesagt, auf EU-Ebene kenne ich das nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine ähnliche Tendenz gibt. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie sich sozusagen die politische Klasse selbst verändert. Also woher kommen die Leute auch, die heute Politik machen? Da gibt es ja auch da Klassen, eine Veränderung im Klassengefüge, wenn man das mit früher vergleicht.
Also ja, ich glaube, deshalb machen wir auch diese Arbeit. Ne? Wir haben jetzt, ich habe gar keine Lust, Änderungsanträge zu vergleichen per se. Aber es ist ja wirklich, also wir müssen doch alle streiten dafür, dass Politik die Schwachen in der Gesellschaft schützt, die Grenzen des Planeten wahrt, ne? Sozusagen, dass es noch einen gibt für zukünftige Generationen. Und das ist natürlich immer ein gesellschaftlicher Kampf und das ist halt unser Beitrag. Das heißt nicht, da möchte ich nicht missverstanden werden, dass Menschen in der Politik, seien das jetzt Abgeordnete oder Menschen, die in der Kommission arbeiten oder auch in Ministerien in Berlin, die dann eben ab und an zu treffen, nach Brüssel im Rat fahren, dass die sich als Vertreter von Konzerninteressen verstehen. Ne? Wenn sie jetzt hier jemand aus dem Wirtschaftsministerium sitzen hätten, mit der Person hätte ich mit Sicherheit viele Differenzen, aber die Person würde sich mit Sicherheit nicht hier hinstellen und sagen, ich bin im Wirtschaftsministerium, weil ich möchte Politik für die Autolobby machen. Vielleicht gibt es eine Person, aber also ne, die, auch da sitzen ja Menschen, die würden genauso wie ich sagen, ich will das Richtige tun. Aber dann ist eben genau die Frage, ne, was ist das Richtige? Und da kommen wir wieder zu dieser Frage von Wissen und welche Informationen sind überhaupt zugänglich? Wer hat überhaupt die Ressourcen, sich zu äußern? Wer wird überhaupt gehört? Und da, ne, da hat man dann wie so einen Kreislauf, wo natürlich ja, weniger Regulierung eben dann auch das oder so, ein, sagen wir mal, ein Zwang, auch unterschiedliche gesellschaftliche Interessen zu hören. Wenn das nicht gegeben ist, dann hat man eben zumindest ein großes Risiko, ne, dass am Ende was bei rauskommt, was dann eben nicht dem Hartz-IV-Empfänger nutzt, weil vielleicht kennt man keinen und vielleicht haben wir auch keinen angehört. Herr Martinek fragt, als Sie zum Beispiel der Toxic Lobby, dass Sie da von einer konzentrierten Aktion von Interessenverbänden gesprochen haben. Und er fragt, wäre das nicht ein Aufruf an die Kartellbehörden, diese Verbände eingehender auf andere Absprachen zu untersuchen? Ja, das ist eine interessante Frage. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber natürlich ist es auch ein Missbrauch von Marktmacht. Ne? Also weil was da im Prinzip ja passiert, und das ist wirklich typisch, dass es kein Ausnahmefall ist, dass so ein Akteur wie Coca-Cola spricht nicht nur als Coca-Cola, sondern ist selbst Mitglied in vielen Verbänden, kann wiederum Beraterfirmen bezahlen und alle senden dann sozusagen das gleiche Signal und es suggeriert aber eine, wenn man so will, eine große Diversität oder sagen wir mal, dass ganz viele unterschiedliche Akteure eigentlich die gleiche Position vertreten, aber es ist ja einer oder ganz wenige. Ja, eigentlich ist das tatsächlich auch eine, also zumindest ein Ausdruck von Marktmacht, aber ist mir nicht bekannt, dass das mal vorgeschlagen würde, dass es dann damals damit eben auch ein Thema sein sollte für Kartellbehörden. Aber eine interessante Idee. Thomas Meissner fragt, wieso gelingt es den Lobbyisten immer wieder, die Politik zu beeinflussen? Ist das mangelnde fachliche Qualifikation der Politiker? Oder er fragt halt, ob es auch persönliche Zuwendungen und Belohnungen gibt. Das geht vielleicht ein bisschen so in diese Richtung, die Sie gerade angesprochen haben. Wenn man in einem Ministerium sitzt und man denkt sich, man will eigentlich was Gutes tun, wieso hört man dann auf die Autolobby, auch wenn einem eigentlich alle Wissenschaftler sagen, Leute, wir müssen weg vom Verbrenner? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung und es macht, glaube ich, auch keinen Sinn, das so zu stark zu individualisieren. Ne? Also das sind eher strukturelle gesellschaftliche Probleme, ne? Würde ich sagen. Also das hat viel mit Machtverhältnissen in der Gesellschaft zu tun und vielleicht weniger mit der einzelnen Person, die dann im Ministerium versucht, sozusagen was Gutes zu tun. Es hat auch mit, wie soll man sagen, mit Fahrtabhängigkeiten zu tun. Also in der EU beispielsweise, ne, gibt es ja auch in den Verträgen verankerte bestimmte Prinzipien. Und da ist der Arbeitsschutz nicht die Nummer eins der Marktfreiheiten. Ne? Und auch da, also da hat man sozusagen, wie man so will, geronnenen Lobbyismus oder geronnene Resultate von früherem Lobbyismus. Und die Unternehmenswelt hat sehr aktiv die europäische Integration in ihren frühen Phasen mitgestaltet. Ne? Das war eben nicht nur ein Friedensprojekt, das war auch ein Konzernprojekt. Da haben ganz andere gesellschaftliche Akteure noch überhaupt nicht verstanden, was da los ist. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr komplexe
komplexe Antworten. Ich glaube, aber mir ist wichtig, also so diese Vermenschlichung dieser Debatte ist nicht unbedingt hilfreich. Ich kenne super viele fitte Leute in der Politik, die das Richtige machen wollen und es dann vielleicht doch manchmal schlicht auch nicht können, weil sie zum Beispiel auch in der falschen Behörde arbeiten, die weniger Macht hat als die andere Behörde. Ne? Also auch wir kennen das ja, wenn man nicht jedes Ministerium hat gleich viel Macht in der Bundesregierung. Ne? Das Umweltministerium ist bei manchen Fragen einfach raus. Da hat das Wirtschaftsministerium die Schuhe an. Und da kann man dann vielleicht auch nicht so viel machen. Ne? Also es geht da auch um Machtgefälle, die im Staat sehr, sehr fest verankert sind und eben weniger um so persönliche Motivationen. Ja, ich denke, ganz wichtig ist da auch der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, dass man vielleicht zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe als Mensch, Politiker gar keinen Bezug hat. Mhm. Also ich weiß, dass wir uns sicherlich hier alle darüber amüsiert haben, dass sich Friedrich Merz zur Mittelschicht zählt, aber vielleicht tut das ja tatsächlich. Also das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Herr Martinek nochmal, er hat eine Frage, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Und zwar fragt er, ob im Grunde genommen, wie würden Sie den gordischen Knoten lösen zwischen der Tatsache, dass PolitikerInnen auch nur Menschen mit Familien sind und ein Bedürfnis nach geordnetem Leben haben und der Notwendigkeit dieser PolitikerInnen, sich nach ihrer Abwahl in einem unbezahlten Job wiederzufinden. Also dieses, man geht aus der Politik in die Wirtschaft, in die Verbände hinein. Ist das vielleicht auch einfach eine Angriffsfläche für Lobbyisten? Also als Obama angetreten ist als US-Präsident, er hat es dann nicht umgesetzt, aber da war tatsächlich die Rede von einem wirklich harten Verbot vom Wechsel in Lobbyjobs für eine Zeit von 3 Jahren. Und ich finde das relevant. Also unsere Abgeordneten und auch die Leute, die in Ministerien arbeiten, die verdienen nicht schlecht. Die haben aber auch eine große politische Verantwortung. Und für mich würde zu dieser politischen Verantwortung auch zählen, dass nach Ausscheiden aus diesem Amt ich nicht meine Kontakte und mein Wissen, das ich mit öffentlichen Geldern erworben habe, an den Meistbietenden verhökere. Und es ist ja nicht so, dass der Arbeitsmarkt dann völlig geschlossen ist. Also es gibt eine Reihe von Jobs, die auch Spaß machen, bestimmt auch nicht schlecht bezahlt sind, die nicht Lobbyjobs sind. Ich kann ja auch in einen Konzern gehen. Aber muss ich dann die Person sein, die dann das Lobbying macht? Natürlich ist das für den Konzern attraktiv, weil mein Wissen und meine Kontakte sind unbezahlbar, wenn ich 20 Jahre im Wirtschaftsministerium war oder Sigmar Gabriel oder Joschka Fischer oder wie sie alle heißen. Ne? Aber also diese mehr von, das sind ja auch nur Familienväter, die müssen sich auch ernähren und die wissen ja sonst gar nicht, was sie tun sollen aus dem Arbeitsmarkt. Entschuldigung, das stimmt einfach nicht. Ne? Und es geht bei diesen Karenzzeiten ja eben auch immer um bestimmte Zeiträume. Also auch nicht um ein Lobbyberufsverbot bis an alle Tage, aber Zeiträume von 3 Jahren, 5 Jahren machen Sinn, weil nach dieser Zeit ist das Wissen und die Kontakte einfach nicht mehr so heiß und veraltet. Und wie gesagt, für mich ist es eine große Verantwortung, in die Politik zu gehen. Und die hört für mich nicht unbedingt an dem Tag auf, wo ich dann da mein Büro aufgebe im Ministerium. Also wenn man diese Verantwortung nicht tragen will, nach einem Gemeinwohlinteresse zu arbeiten, dann sollte man vielleicht auch nicht diesen Job machen. Würden Sie sagen, Vorstandschef ist okay? Ja, ich glaube, es braucht gute Karenzzeiten. Ne? Vielen Dank. Ich habe mich noch gefragt, wieso eigentlich die Politik bzw. das politische System die Ungleichverteilung von diesen Interessenvertretern überhaupt zulässt. Weil also für mich liegt es irgendwie auf der Hand, dass wenn ich über Klimawandel diskutiere, wenn ich über Bildungspolitik diskutiere, wenn ich über Arbeitsmarkt diskutiere, dass ich nicht nur Arbeitgeber, nicht nur BP, nicht nur Lehrer bei der Bildungspolitik einlade, sondern ein breites Spektrum an Expertinnen, dass ich mir da ein umfassendes Bild machen kann. Und mir will nicht in den Kopf, wieso das System da so ungleich verteilt ist. Also ich kenne es für die Kommission und ich würde denken, dass es auch
bei Ministerien, also auf der nationalstaatlichen Ebene und auch im Europaparlament so ist. Im Wesentlichen verfolgen die Institutionen auch eine, die nennen das eine Politik der offenen Tür. Also wenn ich morgen der Kommission schreibe, also sagen wir mal da Beamten, die in so einem Thema arbeiten, wo ich mich gut auskenne und um ein Treffen bitte, dann ist es sehr wahrscheinlich bei der Kommission, dass mir das gewährt wird. Das ist nicht immer so. Die Deutsche Welle hat gerade vor kurzem so Zahlen veröffentlicht, ne, in dieser großen Auseinandersetzung, die es gerade gibt, um, sagen wir mal, Lockerungen des Patentschutzes für die Covid-Impfungen. Das ist ein großer globaler Kampf. Die EU wehrt sich dagegen und die Deutsche Welle hat veröffentlicht, wen hat die Kommission im letzten Jahr getroffen zu dieser Frage. Lange Liste von Pharmakonzernen, kurze Liste von Konzernen, die Generika produzieren. Und da hat Ärzte ohne Grenzen tatsächlich gesagt gegenüber der Deutschen Welle, wir haben mehrmals um ein Treffen gebeten und haben es nicht bekommen. Also das gibt es auch. Aber ich würde sagen, die Regel ist, das Treffen wird mir gewährt. Als, sagen wir mal, anerkannte Interessensvertreterin in dem Feld, da kennt man sich ja auch ein bisschen. Aber diese Politik der offenen Tür ist eben nicht genug, weil da kommt nämlich genau dieses Kräfteverhältnis wirklich zum Ausdruck. Ne? Also gibt es, sagen wir mal, 70 Banken, die zu einem Thema lobbyieren oder nur eine? Wenn es 70 gibt, und die gibt es nun mal in Brüssel, dann wird die Kommission ganz automatisch mehr Anfragen bekommen und dann führt es eben zu diesem Ungleichgewicht. Also es bräuchte tatsächlich ein aktives Gegensteuern. Also nicht nur, ich mache die Tür auf für die, die klopfen, sondern okay, ich habe jetzt 5 Banken getroffen, das reicht, ich kenne die Position des Bankensektors, ab jetzt ist da die Tür zu, die können dann bei der nächsten Regulierung wieder anklopfen, aber ich habe ja noch gar nicht getroffen die Gewerkschaften. Da schreibe ich jetzt 5 an. Oder die Verbraucherschutzverbände. Und genau das passiert eben nicht. Und ne, da bräuchte man, also wenn man sozusagen stärkere Regeln hat zur Balance, dann würde man die Institution zumindest ein bisschen dazu zwingen. Auch das ist nicht dann ne, die Lösung für alles. Aber diese Regeln zur Balance gibt es eben gerade nicht. Wir haben noch 2 Fragen gerade ausstehend. Ich würde darum bitten, unsere Zuschauerinnen, wenn Sie noch eine Frage haben, schreiben Sie die jetzt bitte in den Chat rein, dann können wir die noch beantworten. Um kurz nach 9:30 werden wir hier vermutlich Schluss machen. Ich gehe jetzt nochmal zu Herrn Martinek. Sehr geehrte Frau Eberhardt, würden Sie jede abgeschwächte Version nach einer Lobbyoffensive per se als schlechter bewerten im Vergleich zum Ausgangsvorschlag? Jetzt so viele gute Fragen an diesem Abend, weil auch das ist wiederum eine Krux. Ne? Also die Unternehmensseite argumentiert im Wesentlichen, also Leute, was regt ihr euch denn so auf? Schaut euch doch die EU an. Wir haben hier super Verbraucherschutz. Wir haben hohe Umweltschutzstandards, wenn man es mal mit anderen Regionen der Welt vergleicht. Arbeitnehmerinnenrechte sind mit Sicherheit auch besser geschützt als im Vergleich zu vielen anderen Regionen. Was ihr erzählt, ist Quatsch. Es gibt keine Konzernpolitik der EU. Aber die Frage ist natürlich auch, könnte es nicht noch besser sein? Und ist das gut genug, was die EU macht? Ne? Und wir, also bei der Klimapolitik kann man das ganz gut sehen. Die letzten Jahre war es nicht gut genug. Ne? Und jetzt gibt es natürlich eine sich verschärfende Krise und der Handlungsdruck wächst. Aber ich würde schon sagen, also wenn, wie das Beispiel von REACH, der Chemikalienrichtlinie, letztendlich war das Ziel der Richtlinie ja nicht, der Chemieindustrie das Leben leichter zu machen, sondern das Ziel war, giftige, also ne, gesundheitsschädliche Chemikalien peu à peu vom Markt zu nehmen. Zum Schutz der Gesundheit und zum Schutz der Umwelt. Und wenn das Ergebnis dann ist, eine Richtlinie, die so bürokratisch ist, dass sie das nicht leistet, dann würde ich sagen, Chapeau an die Chemieindustrie. Ihr habt es geschafft in dem Fall. Und das, die Debatten gehen sicherlich nicht immer so aus, aber letztendlich muss man halt immer auf den Inhalt gucken. Ne? Inwieweit ist das eine Richtlinie, die das Gemeinwohl schützt? Ja oder nein? Und das tut sie mit Sicherheit mehr als beispielsweise die Chemikalienpolitik in den USA. Da sind sehr, sehr viel mehr auch giftige Chemikalien nochmal so im Umgang. Aber
Der Schutz könnte, es hätte auch besser ausgehen können. Ich reiße jetzt nochmal ein Thema an, was wir nur so ganz, ganz kurz hatten, und zwar die Rolle von Medien. Das interessiert mich natürlich aus meiner beruflichen Perspektive. Wie sehen Sie denn die Rolle der, also EU-weite Medien ist klar, die werden kaum konsumiert, sofern es sie denn gibt. Aber wie sieht es mit der Rolle der nationalen Medien aus? Gucken die da genauer hin oder ist das auch so ein einfach vernachlässigtes Thema? Die Rolle ist tatsächlich schlecht und das liegt jetzt nicht an den individuellen Journalisten und Journalistinnen, sondern daran, dass es zu wenige sind. Also man kann das sehen, sozusagen das Pressekorps heißt das, glaube ich, also die Zahl der Journalistinnen in der EU nimmt ab, erstaunlicherweise. Immer weniger Leute sind für immer mehr Felder zuständig. Also ganz oft haben Korrespondentinnen in Brüssel zum Beispiel, machen die EU, NATO, Benelux. Also eine Person oder so, ne? Wo man sich dann fragt, ja okay, also was soll diese Person als eierlegende Wollmilchsau denn an qualitativ gutem Journalismus produzieren? Das ist nicht möglich, ne? Mit so einem Stellenprofil. Das ist natürlich dann begrenzt, was man tatsächlich recherchieren kann, wie viele Seiten man sich anhören kann. Nimmt man dann vielleicht doch eher so eine leicht angepasste Pressemitteilung der Kommission oder ist das ganz anders? Und ich weiß auch von vielen Journalistinnen, dass sie es schwer haben, auch in ihren Zeitungen zum Beispiel und Redaktionen überhaupt Platz zu bekommen für EU-Themen. Woran das wiederum liegt. Ich finde EU-Politik spannend. Gleichzeitig, wenn ich mich erinnere, was ich dazu an der Uni gelernt habe, fand ich auch nicht spannend. Also es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, was wird berichtet. Aber also wir bräuchten natürlich sehr viel mehr Platz für europäische Themen, und zwar die, um die es wirklich geht. Es geht doch gar nicht darum, wer kriegt jetzt irgendwie mehr Plätze wie im Europaparlament, sondern es muss ja eigentlich eine inhaltliche Berichterstattung gehen zu den Themen, die Menschen natürlich interessieren, ne, weil sie die Produkte betreffen, die sie konsumieren, den Datenschutz, die Banken, was auch immer. Aber da ist die Entwicklung tatsächlich, geht eher in die falsche Richtung. Und das ist auf jeden Fall Teil des Problems. Gleichzeitig ist es natürlich schlicht auch eine große Herausforderung, in diesem politischen Raum EU mit seinen vielen Sprachen, seinen politischen Kulturen, ne? Also wie organisiert man diesen Raum wirklich demokratisch? Das ist auch wahnsinnig schwer. Ne? Also man hat natürlich das Europaparlament als demokratische gewählte Institution, aber was heißt es denn dann, wenn ich keine europäische Meinungsbildung habe, kaum europäische Bewegungen, wenn es schlicht schwierig ist, auch bestimmten Themen zu folgen, weil sie gar nicht zugänglich sind in der Sprache, die ich spreche. Also es ist auch wirklich ein demokratischer Mammut-Task und deshalb haben wir auch immer mal wieder so Positionen, die durchaus auch die Wichtigkeit noch von Nationalstaaten und nationalstaatlichen Diskursen und Institutionen in diesem Gesamtgefüge EU betonen. Ne? Also das klingt, also hört sich immer so nationalistisch an, ne? Aber so ist es gar nicht gemeint. Ne? Aber also uns geht es vielmehr darum, wo beteiligen sich denn Menschen tatsächlich? Wo gibt es denn direkte und gelebte Demokratie? Und das ist eben noch nicht, oder vielleicht wird es das auch nie, die EU als europäische Ebene, ne? Weil diese Ebene ist eben zugänglich für Privilegierte, die sich miteinander verständigen können und schließt ganz, ganz viele Menschen aus. Ja, ich habe von dem, was die EU tatsächlich tut für den Verbraucher, das ist mir vor allen Dingen in meiner Zeit tatsächlich bei Europe Direct auch erst klar geworden, auch wenn ich natürlich vom Studium mich auch mit der EU schon beschäftigt hatte. Aber das ist ein riesiges, weites Feld. Ich würde gerne abschließen mit einer Frage von Elena Knispel, die fragt, mich würde interessieren, welchen Einfluss die Kampagne Fossil Free Politics bisher hatte. Also ich glaube, der Einfluss ist erstmal auf so einer Ebene von Problembewusstsein schaffen. Und da erreicht die Kampagne beispielsweise, dass jetzt immer mehr NGOs, Nichtregierungsorganisationen, sich nicht zur Verfügung stellen als das Feigenblatt, was neben der fossilen Industrie auf einem Podium sitzt, beispielsweise.
Also es gibt ganz viele industriegesponserte Veranstaltungen. Das ist wichtig für die fossile Industrie, ne? Es geht ja auch um PR, um Imagebildung, ne? Und dass dann eben RWE dann erzählt, was sie alles Tolles für Erneuerbare machen und so, ne? Also nicht, dass sie das nicht machen, aber also Imagepflege ist ganz wichtig. Und da ist ganz wichtig, dass Greenpeace mit dabei sitzt oder der WWF oder wie sie alle heißen. Und für uns ist es wichtig zu sagen, nee, Leute, macht nicht mit bei dieser Legitimierung. Und das ist tatsächlich ein Erfolg der Kampagne, dass immer mehr NGOs jetzt auch sagen, nö, dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Da verzichten wir auf die Präsenz auf dem Podium, wo vielleicht auch jemand von der Kommission sitzt und senden das Signal, dass die Präsenz der fossilen Industrie in diesem Politikfeld in der Debatte zu hoch ist und zurückgedrängt werden muss. Das ist so ein Beispiel. Auf UN-Ebene gab es eine Reihe von Staaten, ich weiß jetzt leider nicht die Zahl, aber vor allem aus dem globalen Süden, die in den UN eingebracht haben als Vorschlag, Positionen gegen Sponsoring der fossilen Industrie und auch gegen diese kolossale Präsenz bei den UN-Klimaverhandlungen. Der hat aber keine Mehrheit, unter anderem, weil EU und andere dem nicht gefolgt sind. Aber es sind schon, also man sieht so, die Positionen finden durchaus Widerhall an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist letztendlich, wenn man so will, der Beginn einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Vielen Dank, Frau Eberhardt, für das schöne Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere Zuschauerinnen haben auch viel aus der heutigen Veranstaltung mitgenommen. Wenn Sie noch Fragen, Anmerkungen oder auch Themenwünsche haben, dann können Sie die gerne an europedirect@mail.aachen.de schreiben. Da erreichen Sie dann die Ansprechpartner von Europe Direct. Die E-Mail-Adresse findet sich auch auf der Homepage von Europe Direct. Die kennen Sie sicherlich alle. Ansonsten kann man da auch ganz bequem nach googeln. In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen dann noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und hoffentlich sehen wir uns dann im August oder im September wieder. Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.